This is the final curtain call. Gonna make a change for once in my life. Seine Karriere war ein Knaller und sein Leben war ein Thriller. Kein anderer Popstar auf dieser Welt hat so viele Menschen erreicht und vor allen Dingen gefesselt wie Michael Jackson, der unumstrittene King of Pop. In keiner anderen Metropole hat er sich so sehr verewigt wie hier in Los Angeles. Und deswegen wollen wir heute hier auf Spurensuche gehen. Ich werde mit Menschen sprechen, die ihm auf unterschiedlichste Art und Weise nahestanden. Mit seinem Bodyguard, mit seiner Köchin, mit seinem Manager und nicht zuletzt auch mit seinem Vater. Und mit ein bisschen Glück schaffen wir es vielleicht sogar, auf die legendäre Neverland Ranch zu kommen, die in diesen Tagen abgeriegelt ist, wie sonst eigentlich nur Fort Knox. Also, herzlich willkommen zu unserer Magic Michael Mystery Tour. Und wir machen es gleich zu Beginn ein bisschen wie der King of Pop selbst. Wir heben ab. Hoch über den nicht vorhandenen Wolken von Los Angeles. Willkommen zu unserer Magic Michael Mystery Tour. Fast jeder einzelne Stadtteil hier unten hat eine ganz eigene Geschichte zum Leben des King of Pop. Zum Beispiel Encino, ein Vorort im Nordwesten von L.A., in der er lebte mit seinen Eltern und Geschwistern, bis es ihn dann mit 30 rauszog auf die Neverland Ranch. Und einen Katzensprung von Hollywood entfernt, das Prominentenviertel Bel Air mit der Villa, in der Michael Jackson seine letzten Stunden verbracht hat. Nicht sehr romantisch, aber für Jackson-Fans historisch, das Messezentrum Staples Center in der Downtown. Dort hat Michael Jackson noch wenige Tage vor seinem Tod die Songs für seine Comeback-Tournee geprobt. Beat It, Billie Jean, aber auch Smooth Criminal stand auf der Setlist. Ich würde ihn beschreiben als einen herzensguten Menschen, der immer nur das Beste wollte, der wiederholt gescheitert ist, der aber nie an seiner Möglichkeit gezweifelt hat, dass er Gutes in anderen hervorbringen kann und fördern kann. Als Mensch habe ich ihn kennengelernt. Also einen sehr, sehr guten Freund, teilweise sehr, sehr zerbrechlich. He was very down to earth. Er war sehr bodenständig, er brachte einen zum Lachen, er war sehr gebildet, wir konnten über alles reden, man wollte ihn einfach beschützen. Das Staples Center rückte im vergangenen Sommer in den Weltmittelpunkt durch die bombastische Trauerfeier für Michael Jackson, seine letzte große Show auf Erden. Doch seine letzte große Bühne steht in den schönen grünen Hügeln von Glendale, und zwar auf dem prominenten Friedhof Forest Lawn, in einem Erste-Klasse-Abteil namens Mausoleum. Wesentlich heiterer stimmt mich da schon der Blick auf den Hollywood Boulevard mit seinem legendären Walk of Fame. Ein absolutes Muss für alle Michael Jackson-Fans. Insofern, Scotty, bring me down. Sein Stern leuchtete auf der ganzen Welt, aber nur hier auf dem berühmten Walk of Fame, auf diesem berühmten Boulevard hier, ist er tatsächlich zum Greifen nah. Es ist von seinen zahllosen Auszeichnungen im Grunde die einzige, die er mit uns Normalsterblichen teilt. Der King of Pop hat sie bereits 1984 bekommen. Damals war Michael Jackson erst 26 Jahre alt, aber bereits im Vollbesitz aller königlichen Insignien, als da wären schwarze Hochwasserhose, ein seltsamer Hut und natürlich jene Geste, mit der er immer anzeigte, ich habe alles im Griff.
1984 ist auch das Jahr, in dem er von Präsident Ronald Reagan offiziell im Weißen Haus empfangen wird, als erster schwarzer Künstler überhaupt. Und es ist das Jahr, in dem sein Album Thriller mit 7 Grammy Awards ausgezeichnet wird. Einer meiner Lieblingssongs der 80er ist Another Part of Me, ein Song zum Niederknien. Ich trainierte meinen Sohn, ein Genie zu werden. Er war genau das. Er wurde von jedem geliebt auf der ganzen Welt. Aber wir haben ihn zum Genie gemacht. Ich bin stolz, ich liebe meinen Sohn, dass er solch ein Star wurde. Er wollte immer ein Eins sein mit den Leuten, die bei ihm waren und die in seinen Konzerten waren. Das war sein ganz großes Anliegen. Michael Jackson war zweifellos ein Traumtänzer, aber er war natürlich auch ein traumhafter Tänzer. Sein Moonwalk gehört mittlerweile fast zum Weltkulturerbe. Er selbst hat immer gesagt, ich habe den nur berühmt gemacht. Aber wirklich erfunden haben ihn andere, nämlich Straßentänzer, Jungs wie Naji beispielsweise. Naji, nice to meet you. Nice to meet you too, man. So what's cool in the Moonwalk? You're just gliding with it. Man gleitet einfach, man schwebt. Es ist wirklich zum Staunen. Es sieht so aus, aber schwebt man wirklich? Oh nein, man muss sich bewegen. Es ist das Gleiten. Kann man damit Mädels beeindrucken? Wie alt bist du eigentlich? Ich bin 13. Aber du willst ein Filmstar werden? Oh ja, natürlich, mit 13. Ja, das ist Hollywood. Irgendwo brennt's immer. Aber bevor du ein Filmstar wirst, zeigst du uns erst den Moonwalk, ja? Sehr gut. Well done, Archie. Thank you so much. Thank This was amazing. Thank you so much. Also, jetzt haben wir zwei gesehen, die es richtig drauf haben. Einer ist Naji und der andere ist natürlich der Meister selbst. Hier ist er, der legendäre Moonwalk. Kaum ein Künstler auf der Welt hat jemals so viel Geld ausgegeben wie Michael Jackson. Allerdings nicht nur für sich und seinen aufwendigen Lifestyle, sondern auch für notleidende Kinder in aller Welt. Manche sagen, es waren bis zu 150 Millionen Dollar. Und das brachte Jackson unter anderem auch eine Nominierung für den Friedensnobelpreis ein. Sein spektakulärstes Hilfsprojekt war allerdings das Projekt Band Aid. Zusammen mit anderen US-Stars nahm man 1985 eine Platte für notleidende Kinder in Äthiopien auf, die Opfer der Hungersnot geworden waren. Und zur Hymne wurde ein Lied, das Michael Jackson gemeinsam mit Lionel Richie geschrieben hatte. There comes a time. When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand. Michael liebte jeden. Er trug einfach keinen Hass in sich. Er war einfach so freundlich. Er war ein großartiger Typ und einfach einmalig. He's once in a lifetime. That someone, so gut wie er in der Musik Dinge geregelt hat, exzellent darauf geachtet hat, dass alles 100% ist,
war das Leben manchmal für ihn persönlich sehr schwierig. Und er sagte mir, you have to be true to yourself. Und dann hat er eine Pause gemacht, als ob jetzt das Wichtigste kommt. Und das Wichtigste war in Dignity. Das heißt, sich treu bleiben in Würde. In gewisser Weise war Michael Jackson nicht nur der King of Pop, sondern auch der King of Popcorn. Das ist das Manna der wahren Kinofans und Michael Jackson war ein regelrechter Celluloid-Junkie. Ganz oben auf seiner Liste Der Weiße Hai, Krieg der Sterne, alle Tanzfilme seines Idols Fred Astaire und natürlich Walt Disneys Peter Pan, für den er sich selbst gelegentlich gehalten hat. Seinen ersten aktiven eigenen Part in der Kinoindustrie hatte er allerdings schon als 14-Jähriger. Damals sang er Ben. Ein Titelsong aus dem gleichnamigen Gruselfilm landete damit den allerersten Nummer-1-Hit seiner Solokarriere und schrammte, was die wenigsten wissen, tatsächlich haarscharf am Oscar vorbei. Ein anderer erfolgreicher Filmsong wurde Someone in the Dark aus E.T., dem Knuddel-Alien, das sogar noch außerirdischer wirkte als Michael Jackson in seinen besten Zeiten. Als Ganzkörperdarsteller war er dann im Moonwalker zu sehen. Der entlockte den Kinokassen 1988 zwar nur ein zartes Klingeln, aber sein Kultpotenzial nimmt mit jedem Jahr zu. Michael, where'd he go? He went in the woods over here. Aber kein anderer Film sollte für seine Musik so wichtig werden wie das Kinomusical The Wiz aus dem Jahre 1978. Ein winziger Zufall hat The Wiz zum riesigen Glücksfall gemacht. Nicht, weil Michael das Glück hatte, an der Seite seines Idols Diana Ross die Vogelscheuche zu geben, sondern wegen einer zufälligen Begegnung am Rande der Dreharbeiten. Er trifft den Musiker und Produzenten Quincy Jones. Mit ihm zusammen wird Michael Jackson die 4 Alben produzieren, ohne die er es vermutlich nur bis zum Prince of Pop geschafft hätte. Get Off the Wall ist das erste. Und es ist brillant. Doch das ist Jackson nicht genug. Nicht aufhören, bevor du nicht genug hast. Don't stop till you get enough. You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force has got a lot of power and it makes me feel like it makes me feel like Schauen Sie, als Michael noch lebte, wurde er nicht so wahrgenommen, wie es sein sollte. Sie nannten ihn Jacko und so weiter. Und er mochte das nicht. Und ich versuchte, dagegen anzukämpfen. Wenn er so war, wie er war, nämlich ab und zu exzentrisch, ab und zu unerwartet, ab und zu anders, vielleicht ein bisschen exotisch, dann hat das niemanden gestört, weil alle, die mit ihm zu tun hatten, eine echte Verehrung hatten vor ihm.
Die Liebe zum Film umfasst bei Michael Jackson alle Aspekte. Filmsongs, Schauspielerei und vieles mehr. Und deshalb wollen wir jemanden dazu fragen, der ihn kannte wie kaum ein anderer, nämlich seinen Vater. Auch wenn das Verhältnis der beiden zwischenzeitlich sehr, sehr gespannt war. Joe Jackson, was denken Sie über die Filmleidenschaft Ihres Sohnes? Was er wirklich machen wollte? Er wollte einen großen Spielfilm produzieren und Regie führen. Und er hätte es beinahe geschafft. Er hätte fast eine Chance bekommen, das zu machen. Aber er hat es dann doch nicht mehr geschafft. Er wollte der Produzent und Regisseur seines eigenen Films sein, den er selbst geschrieben hat. Also spannende Vorstellung, Michael Jackson als großer Regisseur. Aber lassen Sie uns kurz über seine Musik sprechen. Gab es einen Song, der Sie beide verbunden hat? Sie beide, die ja sehr vieles auch getrennt hat. My favorite song is the Earth Song. Mein Lieblingslied ist der Earth Song. Es ist ein Lied über das Töten von Tieren. Michael war verrückt nach Tieren. Er wollte, dass sie auf keinen Fall misshandelt werden. Aber ich denke, Billie Jean und Thriller waren seine eigenen Lieblingslieder. Some of his favorite songs. Are you all right? Get away! It's close to midnight. Something evil's lurking in the dark. Under the moonlight. You see a sight that almost stops your heart. You try to scream. Ja, ich denke, er war extremst unterschätzt für den zweiten Teil seines Lebens. Nach der Musik hatte er ganz, ganz sichere und feste Pläne. Dazu kam es leider nicht mehr. Die Leute, speziell die Älteren, verstanden es nicht. Sie gaben ihm nicht die verdiente Anerkennung. Er ist im Guinness-Buch der Rekorde. Er hat mehr Platten verkauft als irgendjemand anderer in der Geschichte des Showgeschäfts. Das Kino war die eine von Michael Jacksons Traumwelten. Seine Neverland Ranch war die andere. 3 Stunden sind es von hier in etwa mit dem Bus, gut 2 Stunden mit dem Mietauto. Aber es geht auch deutlich schneller und preiswerter. Man muss es nur sauber einfädeln, denn hier in Los Angeles wird Sauberkeit großgeschrieben. Und offenbar habe ich alles richtig gemacht, denn der Herr hinter mir wird mich jetzt sehr schnell und sehr diskret zur Neverland Ranch bringen. Liebes Reisetagebuch, bin auf dem Weg zum Allerheiligsten des King of Pop. Ein netter Bursche namens Mike LaPerrue hat sich meiner angenommen. Ihn und Michael kann man ein Herz und eine Seele nennen, denn Mike LaPerrue war sein Chef-Bodyguard, hat ihn vor allem abgeschirmt, was bad und böse war. In der Neverland Ranch war sein wirkliches Zuhause, ein Ort der Ruhe. Da konnte er kreieren, sich wohlfühlen und wirklich der Mensch Michael Jackson sein. Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich mit Michael zusammen war. Ich musste seinen Rolls-Royce fahren und ich hatte noch nie zuvor einen gefahren. Das war ein ziemlicher Aha-Moment für mich. Also
Sie gaben mir die Schlüssel für den Rolls-Royce und ich hatte noch nie einen gefahren. Ich wusste nicht, wie man die Klimaanlage oder das Radio anmacht. Also, ich erinnere mich, wir fuhren zu diesem Termin. Michael saß auf dem Rücksitz mit seinen Kindern Prince und Paris. Und ich fahre also diesen Rolls-Royce, den ich noch nie gefahren habe. Und ich frage mich, was mache ich hier? Es war ein sehr merkwürdiger Moment. Ich hatte den großartigsten Entertainer der Welt auf meinem Rücksitz und ich dachte nur, wenn ich einen Unfall baue, ist meine Karriere zu Ende. Bin ich mal gespannt, ob die uns reinlassen. Mal hieß es ja, dann wieder nein, dann wieder ja, dann wieder nein. Tja, was nützt die schönste mündliche Drehgenehmigung, wenn am Ende der Sicherheitsdienst vielleicht nicht mitspielt? Wahnsinn, das Tor geht auf. Ich glaube nicht, dass die Rentsch irgendetwas damit zu tun hat, dass er einsam war. Es war. Er konnte sich dort erholen. Er war ein sehr einsamer Mensch in vielerlei Dingen. Aber das war nicht der Ausschlag der Rentsch, sondern das war seine Mentalität. Also es war im Grunde nicht damit zu rechnen, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind auf dem Gelände von Neverland und folgen jetzt diesem sehr unauffälligen Personenschützer vor uns. Speechless, speechless, that's how you make me feel. Though I'm with you, I am far away and nothing is for real. Was ist das für ein Tor? Das sieht so golden, verchromt aus. Das ist der Eingang zur Neverland Ranch. Und hier steht immer noch sein Name und die Figur. Auf dem ganzen Gelände wurden Seen angelegt. Michael liebte das Wasser. Und er liebte natürlich die Kinder. Er hat sich diese Bronzestatuen extra anfertigen lassen. Die findet man auf dem ganzen Gelände. Gleich hier rechts kommt der Bereich, in dem die Tiere untergebracht waren. Also keine normalen Haustiere. Elefanten und Kamele und so. Das sieht aber alles jetzt überraschend gepflegt und gut aus. Und wir sehen hier auch jetzt Arbeiter, die gerade dabei sind, das hier schön zu machen. Ja, das wundert mich auch. Die müssen irgendwas Großes vorhaben. Vielleicht wollen die Neverland jetzt für die Fans aufmachen. So what do you think? How's the feelings coming back here on this Neverland Ranch? It's crazy. Oh, das ist verrückt. Es kommen so viele Erinnerungen jetzt in mir hoch. Ich bin schon so lange nicht mehr hier gewesen. Und das ist ziemlich aufregend für mich. Ich meine, ich habe hier eine Menge Zeit verbracht. Oh, schauen Sie da drüben. Da ist ein Kino drin gewesen und Michaels Tonstudio. Und da drüben ist der Pool. Da haben Michaels Kinder schwimmen gelernt. Das ist der Bahnhof hier. This is where the train station is. Ja, genau. Diesen Bahnhof kennt die ganze Welt. Einen Tennisplatz gab es natürlich auch. Und das da hinten, das langgezogene, das ist schon das Haupthaus. Hier hat Michael gelebt. Schau mal, wie viele Garagen da unten sind. Hier links war ein Büro und gleich dahinter im Erdgeschoss immer die Sicherheitsleute. Und rechts, das ist der Privatteil von Michaels Haus.
Hier hinter diesen zwei Fenstern war er mit seinen Kindern. Und gleich neben dem Haus steht ein Baum. Schau mal, da drüben. Auf diesem Baum hat Michael seine Lieder geschrieben. Müssen wir unser Bild von Michael Jackson am Ende tatsächlich überdenken? Denn eines der großen Klischees, die es immer gibt, dass beispielsweise Neverland eine Art durchgeknalltes Disneyland sei, haben wir hier heute nicht bestätigt gefunden. Was wir gesehen haben, war ein wunderschönes, ein großartiges Stück Natur, ein Stück Land, in dem jemand einfach seine Ruhe und seinen Frieden gesucht hat. Eine Art Abenteuerspielplatz würdig eines Prinzen oder einer Prinzessin beispielsweise, wie auch Lady Diana, die Michael Jackson sehr gut kannte und die einen Lieblingssong hatte. Und der ist sogar verbirgt. Ich war immer sehr angetan, wenn Leute vom Konzert weggingen und da hat er sie irgendwie, irgendwann, irgendwo im Hotel oder vielleicht am Flugplatz gesehen. Und die Leute haben ihm nicht gesagt, es war ein schönes Konzert. Sie haben nicht gesagt, sie haben toll gesungen. Das wollte er auch gar nicht hören. Sondern sie haben ihm das gesagt, was er hören wollte. Er hat ihnen etwas gegeben, was viel mehr war wie ein Konzert. Ich bin wirklich überrascht, wie friedlich und ruhig dieser Ort ist. Und es hat überhaupt nichts Künstliches, so wie ich das eigentlich erwartet hätte. Also Michael strengte sich sehr an, die Außenwelt auszusperren. Er wollte, dass man, wenn man durch das Tor ging, die magische Welt von Neverland betritt. Als ich eines Tages raufkam, um Michael abzuholen, wartete ich in der Küche. Ich nahm die Fernbedienung und zappte durch die Kanäle zu CNN. Und Michael kam rein und sah den Fernseher und er sieht mich an und sagt, Mike, wir schauen keine Nachrichten in Neverland. Niemals. Also nahm ich schnell die Fernbedienung und schaltete wieder zu den Zeichentrickfilmen. So weit ging Michael, um sicherzustellen, dass Neverland niemals seinen Zauber verlor. Dass die Außenwelt draußen blieb und die Magie von Neverland drinnen. Dieser Ort hat zweifellos einen großen Zauber. Wie war das Leben hier? Es war eine sehr heitere Welt. Er hatte Köche, er hatte Zootiere und das war wirklich einzigartig. Wenn wir wegfuhren, tauchten plötzlich Elefanten auf, wie aus dem Nichts. Und es gab Kamele und ausgewachsene Hirsche an einer Leine und noch andere kleine Tiere. Michael Jackson hatte in besten Zeiten etwa 180 Angestellte hier auf dieser Ranch. War er trotzdem einsam? Wissen Sie, ich würde sagen ja. Obwohl hunderte Menschen um ihn herum waren und die Fans ihn anbeteten, denke ich, dass er sich wirklich nie wirklich geliebt gefühlt hat. Und ich denke, da kamen die Kinder ins Spiel, denn sie schenkten ihm bedingungslose Liebe. Sie wollten nichts von ihm. Sie kannten ihn einfach als Daddy, er war ihr Vater und das ist alles. Have you seen my childhood? I'm searching for the world that I come from. 'Cause I've been looking around in the lost and found of my heart. Er war ganz bestimmt sehr kindlich, aber er war nie kindisch. Man muss es beides genau unterscheiden. Er war kindlich, manchmal hatte man das Gefühl, wo er 45 Jahre alt war, dass er noch 20 ist. Weil er hat sich immer enorm mit den Kindern beschäftigt und hat sich immer in die Kinder hineingefühlt. Und wo er das getan hat, hat er sich selber
direkt oder indirekt, bewusst oder unbewusst als Kind empfunden. Und weil er das getan hat, hat er auf Kinder einen enormen Einfluss gehabt. Und es ist eine Gemeinheit, wenn geschrieben wurde, wiederholt, auch vor seinem Tod, dass er anderweitige Interessen hatte, als die, einen Dialog zu führen mit Kindern und irgendwie auf die Kinder positiv zu wirken. Ich dachte bisher immer, Neverland sei in erster Linie ein großer, ein verkitschter, ein gigantomanischer Abenteuerspielplatz. Tatsächlich ist es vor allen Dingen ein ganz großartiges Stück Natur, ein großartiger Flecken Erde. Und wie groß dieses Gelände tatsächlich ist, das sieht man erst, wenn man mal in die Luft geht. 11 Quadratkilometer groß, 20 Mal so groß wie der Vatikan. Wohl kaum eine andere Künstlerresidenz in den vergangenen 100 Jahren hat die Fantasie der Zeitgenossen so beflügelt wie die Neverland Ranch. Im Guten wie im Bösen. Doch das Bild von der grellen Ganzjahreskirmes, das die Medien so bunt ausgemalt haben, greift nur stellenweise. Im Grunde genommen hat sich Michael Jackson hier einen Traum erfüllt, von dem eigentlich fast jeder träumt. Wer besäße nicht gerne ein Stückchen Privatsphäre mit einem großen Schutzzaun? Nur, dass bei Jackson der Zaun eben ein paar Dutzend Kilometer länger ausfällt. In den Maßstäben seines Mega-Erfolges eine durchaus natürliche Dimension. Auch Normalität ist eben relativ. Ja, im Augenblick ist Neverland ein Paradies im Dornröschenschlaf. Keiner weiß so genau, was irgendwann daraus wird. Das letzte Mal, dass es hier richtig laut wurde, dass es hier richtig lebhaft wurde, das war 2003. Damals wurde der King of Pop 44 Jahre alt und hat es noch mal so richtig krachen lassen. Hunderte Freunde und Verwandte waren gekommen, um seinen Geburtstag zu feiern. Und als seine Geburtstagstorte kam, riefen alle: Food Fight, Food Fight. Selten hat man Jackson so ausgelassen gesehen wie bei diesem Fest. Und plötzlich bekam auch er noch eine Torte ins Gesicht. Und der wichtigste Gast neben dem Geburtstagskind selbst war der Mann, der jetzt neben mir sitzt, Dieter Wiesner. Herr Wiesner, Sie haben damals diese Party organisiert. Warum? Es hat zwei Gründe gehabt. Es war einmal der Geburtstag von Michael Jackson. Und ein weiterer Grund war das neue Release von What More Can I Give. Was war das für eine Fete? Wie muss man sich das vorstellen? Wie feiert der King of Pop of Neverland? Also Michael Jackson wollte eigentlich gar keinen Geburtstag feiern. Er war sehr scheu und an diesem Tag haben alle Leute auf der Ranch frühmorgens schon ihn mit, das waren Mexikaner, mit Musik begrüßt. Und dann hatten wir einen großen Geburtstagskuchen für ihn vorbereitet. Sie sind Michael Jackson so nahe gekommen wie wenige andere, haben mit ihm sozusagen auf Neverland gelebt. Was war das für ein Leben da? Ein sehr außergewöhnliches Leben. Eigentlich normalerweise sehr schwer zu erklären, weil diese Ruhe, die da geherrscht hat, diese Ausgeglichenheit. Es war wirklich ein Ort, wo er sich zurückgezogen hat, den er genossen hat, wenn er unterwegs war, von einer großen Tour wie 96, 97, die History Tour. Das war einfach ein sehr außergewöhnlicher Ort, wo er sein konnte. Wenn wir mal einige wenige dieser Klischees, die es rund um diese Legende Michael Jackson gibt, durchgehen. Wie viele davon sind tatsächlich wahr? Wenn wir darüber sprechen, da gibt es eine Nase, die man jederzeit abnehmen kann. Wahr oder nicht wahr? Natürlich nicht wahr. Hat seine Nase gehabt. Natürlich hat er Operationen gehabt. Haben Sie ihn jemals ungeschminkt gesehen? Ich habe ihn auf der Ranch immer ungeschminkt gesehen. Was ist mit Sauerstoffzelten, von denen wir gelesen und gehört haben? Ich habe es nie gesehen und er hat darüber gelacht über diese News. War ein Spaß. Waren das Nachrichten, die gezielt auch gestreut worden sind, um an dieser Legende Michael Jackson zu arbeiten? Teilweise ja, aber nicht von ihm, sondern von den Leuten, die um ihn waren. Es hat ab und zu mal gepasst, sowas zu tun. Weil es verkaufsfördernd war? Genau. Gone.
Ich sagte ihm immer, bewege dich vorwärts. Halte die Fans hinter dir, weil die Journalisten, nicht alle, aber die meisten, haben ihn überhaupt nicht anständig behandelt. Was war Michael Jackson für ein Vater? Er war einfach ein perfekter Vater, wenn ich das heute noch mal nachvollziehe. Das war das Wichtigste in seinem Leben. Als die Kinder kamen, das war die wichtigste Aufgabe für ihn. Da ging nichts drüber. Ich meine, er hat auch, wird man nie vermuten, teilweise morgens aufgestanden, hat das Frühstück gemacht, hat die Kinder mit rausgenommen. Wir saßen zusammen, hat den Kindern gesagt, wie man Dinge isst. Was gesund, was nicht gesund ist, da hat er drauf geachtet. Also er hat für alles gesorgt, was Kinder brauchen. Mr. Jackson war ein fabelhafter Vater. Er liebte seine Kinder und war der liebevollste, großartigste Dad aller Zeiten. Michael Jackson und die Frauen. Auch ein Thema, das sehr im Dunkeln liegt. Was können Sie darüber sagen? War Michael Jackson jemand, der ernsthaft an Frauen interessiert war? Ja, der Michael hat nach Frauen geguckt. Nur für einen Künstler wie Michael Jackson ist es nicht einfach, sich jemand zu holen. Natürlich wäre es einfach gewesen, da waren Tausende. Aber es ist nicht einfach, sich jemanden zu holen. Er hat immer die Angst gehabt, dass er natürlich angreifbar ist und dass es ein Problem sein kann auch. Wer war die Frau, von der Sie sagen würden, die hat er wirklich geliebt und da gab es eine Beziehung, so wie man eine Beziehung vielleicht charakterisiert? Das war Lisa Presley. Glaube ich, die war die, wo er wirklich Gefühle hatte und die er wirklich mochte. Lisa Marie Presley, die er ganz offensichtlich tatsächlich geliebt hat, auf welche Art und Weise auch immer. Und deswegen sagt man, dass ausgerechnet dieses Lied, You Are Not Alone, sein persönliches Lieblingslied ist. Another day is gone. I'm still all alone. Hi, is Michael lonely? No, I don't think, because he's been... Ob Michael einsam war? Nein, ich denke nicht. Sie sagen vielleicht, dass er einsam war, weil sie von ihm gehört haben, dass er keine Kindheit gehabt hätte. Aber Michael hatte eine Kindheit. Er hatte all seine Brüder und Schwestern, die mit ihm auftraten. Michael war nie einsam. Das ihm am wichtigsten war, war das Lied You Are Not Alone. Du bist nicht alleine, du musst keine Angst haben. Und dieses Lied ist der beste Beweis dafür, dass er eben im Grunde sehr einsam war. In dieser kleinen Galerie hat der Megastar Jackson gelegentlich Kunst- und Deko-Gegenstände für seine Neverland Ranch gekauft. Typisch amerikanische Kleinstadt-Idylle. Und die große Frage ist, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite der Megastar und auf der anderen Seite diese Umgebung. Es passt sehr, sehr gut, wie die Zuschauer von Wetten, dass sehen konnten, wie auf der Couch bei Thomas Gottschalk einen ausgesprochen höflichen, einen ausgesprochen schüchternen jungen Künstler lebt. Auf mich hören Sie nicht. 1999 war das Jahr, als Thomas Gottschalk einfach nicht mehr zu Wort kam. 5 Minuten Standing Ovations. Den ersten Auftritt bei Wetten, dass hatte Jackson aber bereits im Jahr 1995. Come on.
Wenn es stimmt, dass Liebe durch den Magen geht, dann werden wir jetzt wahrscheinlich gleich eine ganz heiße Flamme von Michael Jackson kennenlernen. Sie heißt Kay Chase, lebt in Los Angeles und ist Köchin. Kay Chase ist Köchin aus Leidenschaft und mit einer Ausbildung, die sie in Kalifornien und Paris absolvierte. Ihre ersten Anstellungen hatte sie bei Pamela Anderson und dem kalifornischen Nobelkoch Wolfgang Puck. Den King of Pop bekochte sie 2009 in seiner Villa in Los Angeles, also genau in der Zeit, in der er für seine geplanten London-Konzerte probte. So how did you become a Wie wurden Sie eigentlich Chefköchin in Mr. Jacksons Haus? Gab es da eine Art Kochcasting? I was at home. Ich war zu Hause und ich bekam einen Anruf. Er war von einer kulinarischen Agentur. Und sie fragten mich, wären sie daran interessiert, für einen Gentleman und seine Kinder zu arbeiten? Wir trafen uns dann in einem kleinen Café und ich hatte keine Ahnung, um wen es ging. Wir sprachen über Essen und alles Mögliche und am Ende des Vorstellungsgesprächs sagte der Herr, oh großartig, mein Klient ist sehr angetan von Ihrer Bewerbung, wann können Sie anfangen? Und ich sagte, morgen. Und er sagte, okay, für diesen Herrn werden Sie arbeiten und reichte mir eine Visitenkarte. And he hands me a business card and it says, the Michael Jackson Company. Versuchen Sie mal, die Atmosphäre in diesem Haus zu beschreiben. War sie liebevoll? War sie eher unterkühlt? Nein, die Atmosphäre war sehr liebevoll. Er hatte ein großes, schönes Zuhause in Beverly Hills. Kam er denn gelegentlich selbst auch in die Küche, um zu sehen, was da gemacht wurde? Ständig. Mr. Jackson kam ständig in die Küche. Wissen Sie, die Küche war sozusagen der Mittelpunkt des Hauses. Also unter der Woche bereitete ich nur gesunde Mahlzeiten zu, wie das, was wir hier machen. Aber am Wochenende, da gab es so richtig bodenständig zu essen. Am Samstag konnten wir essen, was wir wollten, die Kinder und er. Barbecue, Chicken, Gumbo, Jambalaya, he loved all that. Er liebte das alles und er hatte seine scharfe Lieblingssoße aus Louisiana, die er auf so ziemlich alles drauf machte. Wenn alles gelaufen wäre, wie es seinem Wunsch entsprach und wie die Vorbereitungen gelaufen sind, würden wir heute nicht über seinen Tod reden. Er wäre mit Sicherheit sehr erfolgreich, hätte er sein Leben weiterleben können und seine Wünsche realisieren können. Michael Jackson hatte es nicht immer leicht mit der Welt, aber die Welt umgekehrt auch nicht leicht mit ihm. Und nichts stand dabei so sehr im Fokus wie seine unzähligen Gesichtsoperationen. Die dramatischste davon war allerdings gar nicht geplant, sondern vielmehr das Ergebnis eines Unfalls bei Videodreharbeiten zu einem Cola-Werbespot 1984 hier in Los Angeles. Zuerst läuft alles glatt, aber dann passiert es. Ein Pyroeffekt zündet zu früh und viel zu dicht an Michaels Kopf. Seine Haare fangen Feuer, aber er bemerkt es erst, als ihn Leute seines Teams zu Boden werfen und die Flammen ersticken. Gleich mehrere Transplantationen waren nötig, um seine Kopfhaut zu retten. Und gegen die schweren Schmerzen gaben ihm die Ärzte Morphiumpräparate, der Beginn einer lebenslangen Sucht nach Medikamenten und, bizarrerweise, auch nach Schönheitsoperationen. Resultat: ein attraktiver Afroamerikaner mutiert nach und nach zu einer fragilen Manga-Figur. Über die Anzahl seiner Operationen hat sich Jackson immer ausgeschwiegen. Aber was sagt Deutschlands bekanntester Schönheitschirurg dazu? Professor Mang, wenn er Ihr Patient gewesen wäre, ab welchem Zeitpunkt hätten Sie ihm geraten, aufzuhören? Also ich hätte ganz klar gesagt, Mitte der 80er Jahre, nach dem Thriller-Album hat er perfekt ausgesehen, gute schönheitschirurgische Arbeit, da hätte man aufhören sollen. Und ich glaube, dann wäre sein Leben auch ganz anders verlaufen. Jackson selbst hat seine Hautfarbe ja immer mit einer Krankheit erklärt. Was sind die Symptome dieser Krankheit?
Also die Vitiligo ist ja die Weißfleckenkrankheit. Die Pigmente verschwinden aus der Haut, man kriegt weiße Flächen, sehr großflächig. Michael Jackson hat das auch am Körper bekommen. Und die dunklen Stellen wurden dann mit Hydroquinon, das ist ein Bleichmittel, nachgebleicht, sodass er wirklich mutiert ist von einem schwarzen Wesen zu einem weißen. Lässt sich ungefähr schätzen, was diese vielen Operationen gekostet haben? $1 Million mit Sicherheit. Er war ja permanent bei seinen Leibärzten, beim Dermatologen Dr. Arnold Klein und Dr. Stephen Höfling, die ich sehr gut kenne und auch besucht habe. Also das sind schon Riesensummen, die da in die Schönheit investiert worden sind. Aber ich glaube, das Geld war nicht der wichtige Punkt. Es war die Sucht nach Schönheit, die Sucht nach Veränderung. Und da ist es einfach übertrieben worden. Über Michaels Motive lässt sich nur spekulieren. Er schämte sich, ein Schwarzer zu sein, sagen die einen. Er wollte so aussehen wie sein Idol Diana Ross, sagen die anderen. Die Wahrheit kannte wohl nur der Mann im Spiegel, the man in the mirror. Es war seine Entscheidung, etwas zu verändern. Er hat mir mal erklärt, dass er sehr oft gehänselt wurde in seiner Familie. Das steckt dann im Kopf und dann hat er eben etwas verändern lassen, hat angefangen damit. Am Ende hätte er es noch mal entscheiden müssen, hätte er es nicht getan. Das war mal seine Aussage. Eine Supernova im Sinkflug hieß es Anfang des Jahrtausends, aber das stimmte wohl nicht so ganz. Natürlich war es nicht mehr möglich, einen Riesenerfolg wie den von Thriller zu toppen, aber es wird vermutlich auch nie wieder ein Popstar auf der Welt schaffen. Dennoch blieben Platin, Gold und Silber Michael Jackson treu und so ist es wohl kein Zufall, dass im November 2001 ein Album mit dem trotzigen Titel Invincible auf den Markt kam, also unbesiegbar. Darauf Titel wie Unbreakable oder auch Heartbreaker. Und gerade Heartbreaker war vermutlich für die echten Michael Jackson-Fans ein wirklicher Herzensbrecher. Denn es war das letzte Album, das Michael Jackson mit 9 Songs veröffentlicht hat. Danach kamen nur noch abgemischte Versionen alter Hits auf den Markt. Und er konnte mit You Rock My World die Welt noch mal so richtig erschüttern, positiv erschüttern. Never be the same. Cause girl, you came and changed the way I want, the way I don't. I cannot explain the things I feel for you. But girl, you know it's true. Stay with me, I feel my dues, and I'll be all you need. Jedes Mal, wenn Michael eine neue Platte auf den Markt brachte, berichteten die Medien wieder etwas Negatives und haben dagegen gearbeitet. Mit den Fans war das anders. Die haben ihn angetrieben. Fans kept it going. Die Presse soll berichten, aber sie kann auch vernichten. Und Michael Jackson hat es ihr diesbezüglich häufig sehr, sehr leicht gemacht. Irgendwann passte den Journalisten einfach seine Nase nicht mehr. Auch nicht, dass er seine Kinder verhüllte. Schon gar nicht, dass er den Gerichtshof von Los Angeles mit einer Pyjama-Party verwechselte. Und Ärger gab es auch 2002 in Berlin, als er mit einem Bambi für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde. Bei der Preisverleihung achtete er noch höflich auf Etikette. Im Umgang mit Medienvertretern wie Hubert Burda. Doch als er seinen Sohn, Prinz Michael II., aus dem Hotelfenster hielt, verscherzte er sich mit ihnen. Die Bambino-Affäre beim Bambi wurde zum Skandal. Sie waren in dem Moment im Zimmer. Was war das für eine Situation? Also mir ist im Moment überhaupt nicht aufgefallen, dass er was Schlimmes gemacht hat. Die Leute wollten die Kinder sehen, das war eigentlich überall so auf der Welt. Und er hat den Blanket dann hochgehoben, hat ihn richtig um den Arm, also um den Körper genommen, hat ihn fest im Arm und hebt ihm über die hohe Brüstung. Das hat natürlich komisch ausgesehen, aber er hätte natürlich sein Kind nicht aus dem Fenster geworfen. Er war selbst absolut geschockt, als er die Binder sah.
Im Vergleich zu dem, was danach kam, war das geradezu ein Sturm im Wasserglas. Ein Jahr später waren Sie in Las Vegas gemeinsam mit ihm, um ein Video zu drehen. Und haben dort erfahren, dass in Santa Barbara Anklage wegen Kindesmissbrauchs gegen ihn erhoben worden ist. Sie waren derjenige, der ihm das beibringen musste. Wie haben Sie das gemacht? Ja, wir haben gehört früh morgens, dass die Polizei auf der Ranch ist. Und da musste ich zu ihm gehen und bin reingegangen in die Suite. Der saß am Kamin und hat sich vorbereitet auf den Videodreh. Und ich musste ihm mitteilen, dass etwas Furchtbares passiert ist, dass die Polizei auf der Ranch ist. Was haben Sie ihm gesagt? Ich habe gesagt, Michael, da gibt es ein ganz, ganz großes Problem. Das sind keine Good News, weil er normalerweise immer Good News hören wollte. Und habe ihm dann erklärt, die Polizei ist auf der Ranch und es ist Anklage erhoben worden. Der war geschockt. Der konnte überhaupt nicht reden in der ersten Viertelstunde. Und dann hat sich das aber langsam gelegt und er war bereit, dagegen vorzugehen. Der Stadtteil Bel Air ist eine der teuersten Gegenden von Los Angeles und fast noch eine Spur exklusiver als das angrenzende Beverly Hills. Die Sitcom Der Prinz von Bel Air hat das Nobelviertel bekannt gemacht, aber der König von Bel Air verlieh ihm traurige Berühmtheit. 2008 bezog Michael Jackson dort eine Mietvilla, Monatsmiete $100.000. Dort verbrachte er seine letzten Stunden. Der letzte Akt des Dramas beginnt 2009 zunächst mit einer freudigen Überraschung. Nach mehr als 10 Jahren Bühnenabstinenz kündigt der King of Pop ein Comeback an. Er will wieder zurück auf den Thron. 50 Konzerte in London sollen es werden. Der Name der Tour, This Is It. Auf Deutsch, das war's. King of Pop, Mr. Michael Jackson. Die Resonanz übertrifft alle Erwartungen. Innerhalb weniger Tage gibt es Tickets nur noch auf dem Schwarzmarkt. Und die Konzertagentur stockt auf 50 Konzerte auf. Eine Tournee wie zu seinen besten Zeiten soll es werden. Mit Mega-Hits wie Thriller und Scream. This is it and see you in July. Aber war Michael Jackson überhaupt noch fit genug für diesen Marathon? Es ist möglich, dass er nicht imstande gewesen wäre, das Konzert so durchzuführen, wie er es geplant hat. Aber er hat es ernstlich geplant und er hat es mit vollem Herzen durchführen wollen. Gut, man hat ihn ja dazu gebracht, den Vertrag zu unterschreiben. Das war ganz klar eine finanzielle Situation. Nichts anderes hätte ihn dazu gebracht, es nochmal zu machen. Das war auch eine ganz klare Ansage von Michael Jackson, nie mehr auf eine Welttournee oder auf eine Tour zu gehen. Er wollte in den Filmbereich, hätte das nie mehr gemacht. Hier in dieser Villa brach er am 25. Juni 2009 ohnmächtig zusammen, wenige Tage vor dem Beginn seiner großen Tournee. Wenig später raste dann ein Ambulanzwagen mit ihm in die nahegelegene Klinik. Zu spät. Und während die Fans draußen noch skandierten, ihr müsst ihn retten, stellten die Ärzte drin bereits den eingetretenen Tod fest. Todesursache: Medikamentenvergiftung. Es ist ein Schock für die ganze Musikwelt, denn Michael Jackson starb kurz vor seinem groß geplanten Comeback. Wenn ich einmal sterbe, dann wird das die größte Show aller Zeiten, hat Michael Jackson selbst einmal gesagt, und er sollte recht behalten. Hier im Staples Center, auf derselben Bühne, auf der er bis zum Schluss für sein Comeback geprobt hatte, gab er seine finale Abschiedsvorstellung. Es wurde ein Showact, wie ihn der King of Pop selbst nicht größer und nicht spektakulärer hätte inszenieren können. Es hätte ihm gefallen. Rund 1 Milliarde Fernsehzuschauer in 61 Ländern verfolgten seinen letzten Auftritt und erlebten, wie Verwandte und Freunde von ihm Abschied nahmen. Und es gab einen Moment, der die Welt rührte. Die Abschiedsworte seiner Tochter Paris, die die Zuschauer zum ersten Mal unverhüllt sehen konnten. Ich wollte nur sagen, ever since I was born, seit ich auf der Welt bin, Daddy has been the best war Daddy der beste Vater, den man sich vorstellen kann. And I just wanted to say I love him. Und ich wollte nur sagen, dass ich ihn so sehr liebe. We are the children. We
Nicht an den Trauerfeierlichkeiten teilgenommen hat ein Mann, in dessen Haut zurzeit in den USA hier niemand stecken möchte, nämlich Michael Jacksons letzter Hausarzt, Dr. Conrad Murray. Er soll Michael Jackson die letale Dosis des Narkosemittels Propofol gesetzt haben. Außerdem soll er viel zu spät den Rettungswagen alarmiert haben und beim Eintreffen der Sanitäter war der Doktor spurlos verschwunden. Mysteriöse Umstände, die Spekulationen wecken. Es ist nicht nur der Doktor involviert. Es gibt auch andere Menschen, die damit zu tun haben, dass Michael nicht mehr da ist. Ich denke, das, was passiert ist, ist grob fahrlässig und hätte nie passieren dürfen. Ich glaube, ich kannte genug von ihm, dass ich sicher bin, dass er nicht freiwillig sterben wollte. Dr. Murray befindet sich zurzeit auf freiem Fuß. Dennoch laufen die Ermittlungen gegen ihn weiter. Der Weg zur endgültigen Wahrheitsfindung wird ein langer sein. Michael Jacksons Weg dagegen ist zu Ende, und zwar hier auf Forest Lawn, der mehr an einen Park erinnert als an einen prominenten Friedhof. Hier in den Hügeln von Glendale hat Michael Jackson seine letzte Ruhestätte gefunden. Mit Blick auf Hollywood und in der Nachbarschaft von Errol Flynn, Sammy Davis Jr. und Walt Disney, Vater seines Idols Peter Pan. Sein goldener Käfig ist nun nicht mehr die Neverland Ranch, sondern ein vergoldeter Bronzesarg im Mausoleum. Hier kann er jetzt endlich in Frieden ruhen. Die Schulden sind getilgt. Und Michael Jackson hinterlässt tatsächlich geordnete Verhältnisse. Seine drei Kinder sind abgesichert, ein Vertrag über 200 Millionen Dollar sichert ihnen zumindest eine Zukunft frei von Geldnöten. Und This Is It, der Film über die Vorbereitungen zu seiner letzten Tournee, wurde binnen weniger Wochen zum erfolgreichsten Musikfilm aller Zeiten. Rekordmeldungen also sogar noch aus dem Jenseits. Michael Jackson kann es nicht lassen. Er konnte die Welt vielleicht nicht heilen, aber er hat sie ganz sicher ein bisschen bunter gemacht. This Is It. Das war's.